Verehrte Zuschauer, hier noch einmal Meldungen der heute Redaktion. Die IG Metall hat auf einer Großkundgebung in Kiel gegen die geplanten Einschnitte bei der Lohnfortzahlung protestiert. Die Gewerkschafter erinnerten an den 4 Monate langen Streik vor 40 Jahren, mit dem die Lohnfortzahlung durchgesetzt wurde. Im Streit um die Lohnfortzahlung hat Gesamtmetallchef Stumpfer einen neuen Kompromissvorschlag gemacht. Zum Ausgleich von Krankheit könnten die Beschäftigten je Krankheitstag auch 1,4 Stunden mehr Arbeit leisten. So blieben sie von einem Lohnabzug verschont. FDP-Chef Gerhard hat Finanzminister Weigel vorgeworfen, er lasse die Regierung über die wahre Haushaltslage im Unklaren. Dem Spiegel sagte Gerhard: Ich bin es leid, dass wir wöchentlich über Haushalte mit neuen Zahlen diskutieren müssen. Er warnte die Union davor, die Koalition durch weitere Steuererhöhungen aufs Spiel zu setzen. Deutsche Firmen haben mehrere hundert Tonnen Giftmüll illegal nach Libanon verschoben. 36 Container mit Plastikmüll, Pestiziden und Düngemitteln wurden im Hafen von Beirut sichergestellt. Das Gemisch war als Plastikgranulat deklariert worden. 3 Männer wurden festgenommen. In Jerusalem haben rund 20.000 Israelis mit einer kilometerlangen Menschenkette für den Frieden demonstriert. Anlass war der 1. Jahrestag der Ermordung von Ministerpräsident Rabin. Sprecher verurteilten die Palästinenserpolitik von Regierungschef Netanyahu und forderten den sofortigen Abzug der israelischen Truppen aus Hebron. Die Lage im Osten Zairs wird immer unübersichtlicher. Die Kämpfe weiten sich aus. Nördlich von Goma sollen ruandische Soldaten ein Flüchtlingslager überfallen haben. Rund 500.000 Menschen, überwiegend Hutus aus Burundi und Ruanda, sind auf der Flucht vor den heranrückenden Tutsi-Rebellen. Hilfsorganisationen befürchten eine humanitäre Katastrophe. Und hier die Gewinnzahlen vom Samstagslotto. Sie lauten 3, 20, 21, 24, 35, 42, Zusatzzahl 15 und die Superzahl 9. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 8, 8, 0, 0, 1, 0, 6 und die Super 6, 7, 7, 4, 8, 9, 1. Diese Angaben wie immer ohne Gewähr. In dieser Nacht geht die Sommerzeit zu Ende. Um 3 werden die Uhren um 1 Stunde auf 2 Uhr zurückgestellt. Und hier noch die Wetteraussichten. Zunächst überall recht freundlich, am Nachmittag aber im Westen Eintrübung und später Regen. Höchsttemperatur 10 bis 17 Grad. Verehrte Zuschauer, das waren noch einmal Meldungen der Heute-Redaktion.